So eine Scheiße! Hure Wärme, okay, ja. Ja. Toll ernst. Ja, das ist Jesus, der das macht. Ja. Er liebt ihn mega. Ja. Spürst du etwas Wärme? Sehr schön, ja. Ja, das ist Gottes Gegenwart. Er liebt ihn mega. Ja. Ja. Er möchte dich beschenken mit seiner Liebe. Und da finden wir nie auf dieser Welt so etwas. Hat jemand von euch jetzt Schmerzen oder nicht? Schmerzen im Körper, Rückenweh zum Beispiel oder so. Hat irgendjemand von euch etwas, was weh macht, weißt du? Rücken. Wie viel hast du von 0 bis 10? Jetzt gerade nicht, aber ich habe Skoliose. Wie? Ich habe Skoliose. Okay, ja, bringen wir ihn weg. Ehrlich, ja. Ihr lebt jeden Tag, weißt du, wie Jesus heilt. Durch kurzes Gebet kostet nichts. Schmerzen aufweckend. Leute, heute habe ich frei in den Bahnhof gebetet für Tore. Er hat nichts gehört, 0%. Und danach hat er 50% gehört. Ja. Also es ist wirklich, ich lebe immer wieder, weißt du, ich wollte nicht das umrühren hier. Ich lebe wirklich immer wieder, wie Jesus heilt. Mega real, weißt du. Oder Rückenweh wegnimmt, oder Arthritis, manchmal Jugendliche, die schon irgendetwas krasse Sachen haben. Und, so. Ja, schon kann ich kurz beten. Kannst du einfach kurz tanken und dann tue ich kurz beten für da. Also wie sagen wir dem nochmal? Skoliose. Skoliose, okay. Skoliose muss verschwinden in Jesu Namen, du bist geheilt von Kopf bis Fuß. In Jesu Namen, jetzt. Spürst du noch irgendeine Wärme, das Kribbeln oder so? Ich spüre nur Wärme. Du Scheiße! Hure Wärme, okay. Ja. Ich meine, es ist voll ernst. Ja, das ist Jesus, der das macht. Ja. Er liebt ihn mega. Ja. Jesus ist so real, sagt es. Jesus, ja, ja, genau, ja. Ja. Darf ich auch bei dir, ist gut. Ja. In Jesu Namen, der Schmerz geht weg. Und der Friede Gottes kommt jetzt. Kannst du einfach wie ein Kind ein Geschenk annehmen. Einfach die Gegenwart von Gottes, einfach spüren. Einfach die Liebe von ihm, der Frieden, die Freude. Ist gut. Wie ein Kind einfach annehmen. Warum? Was spürst du? Spürst du etwas Wärme? Sehr schön, schon Wärme, ja. Ja, das ist Gottes Gegenwart, er liebt ihn mega. Ja. Ja. Er möchte dich beschenken mit seiner Liebe und da finden wir nie auf dieser Welt so etwas.